Willkommen zurück zu Mario Maker. Nach der Pause dachte ich mir, ich gönne mir mal einen etwas sanfteren Wiedereintritt und habe mir dafür die besten Liste rausgesucht. Die habe ich sowieso schon lange nicht mehr gespielt. Von daher passt das, weil die letzten Wochen, ja, wann kam es raus? Am 12. habe ich fast ausschließlich Tears of the Kingdom gespielt. Ne? Ich habe zu Hause nichts anderes mehr gemacht. Ich bin jetzt ungefähr zur Hälfte durch, trotzdem nur. Also Story von der Map her, sagen wir mal von der Map her ungefähr zur Hälfte durch, aber ich nehme halt auch alles mit, ja, ich drehe jeden Stein um und mir ist es egal, wenn ich 900 Crocs mit Raketen zu ihren Freunden schießen muss. ich mache da die 100%. Auf jeden Fall, Kaizo Light von Dari. Das ist relativ aktuell, 25.05. und hat einige Herzen abbekommen. Schauen wir mal, ob ich es noch drauf habe. Ich hab immer Respekt davor, wenn ich eine Weile nicht Mario Maker gespielt habe, weil mir dann immer auffällt, wie weird die Steuerung ist. Hä? Oh, Kommentare? Die sind ja mal so überhaupt nicht im Weg. Kann ich es schaffen? Das ist wie ein zusätzliches Hindernis. Weil die alles verdecken. Stellt euch mal vor, es hätte jetzt noch eine Zielbedingung gegeben. Okay. Wer hat sich das mit den Kommentaren ausgedacht? Das frage ich mich ja schon. Dass die da... Okay, vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, die anzuhaben, weil oft sterbe ich, weil ich Dinge überanalysiere. Und das kann nicht passieren, wenn ich einfach überhaupt nichts sehe. Oh! Guck mal, das ist auch gar nicht im Bild, was man da eigentlich abwerfen muss. Aha! Das ist ein super witziges Hindernis. Hey, ihr Beatles! Ich bin in eure Basis eingedrungen. Was macht ihr dagegen? Nichts. Dumm gucken, wie immer. Müssen es halt die Moles regeln, oder? Oh, das ist ein weiter Sprung. Zweimal? Ja, das ist so ein Level. Siehst du, da braucht man sich auch gar nicht anstrengen. Das läuft praktisch von alleine. Oh oh. Ha. Das war nicht mehr zu retten. Wenn ich auch zweimal auf den drauf, dann ist es nicht so stressig. Siehste? Man muss sich nur mit dem Spiel zusammen wie Wasser fließen lassen. Nice. Moment, was ist das da hinten? Ist auch fies, dass da nur ein Donutblock ist. So, komme ich irgendwie über die rüber? Ich muss das irgendwie schaffen. So wenig wie möglich von denen zu killen. Aber zweimal muss ich an ihnen vorbei, weil der Stern so brutal ist. Ja, das kommt davon, wenn man das Spiel zu lange nicht gespielt hat. Ich dachte, ich kann auf die draufstehen, aber das geht nur mit den Geflügelten. Jetzt muss ich noch. Ich will wissen, was in dieser Tür ist. Ich bin mir nicht sicher, was passiert, wenn ich mit dem Stern auf die, von oben auf die drauf springe. Dann gehen sie doch auch kaputt, oder? Drei ist perfekt. Obwohl, drei ist irgendwie... Schaffe ich das? Komme ich auf drei drauf? Das wird super knapp. Ich brauche eine sehr freundliche Hitbox. Yippie! Endlich! Alle guten Dinge sind drei. Kann ich das Herz wieder zurücknehmen? Nein, Spaß. Cooles Level. Peaceful Desert Platforming. Ja, warum nicht? Relax und genieße das Platforming durch diese gemütliche Wüste. Aber es ist sehr schwierig drin. Wie peaceful kann es denn dann wohl sein? Manche empfinden ja auch Schwierigkeit als peaceful. Zu diesen Menschen gehöre ich nicht. Auf keinen Fall. Oh, Fallschirm. No! Die Kommentare sind das Beste über... Die Kommentare sind das Beste überhaupt. Wieso habe ich die nicht schon immer angehabt? Mensch, das ist ja, als hätte ich nur die halbe Erfahrung gehabt die ganze Zeit. Das halbe Spiel ausgelassen. Okay, Achtung. Sehr, sehr fies platziertes Kommentar. Was machen wir hier? Einmal von oben den Schlüssel holen.
Tschüss. Das hat ja fast schon was Rom-Hack-mäßiges. Du hast erst Plattformen und am Ende noch so ein halbgares Puzzle. Hm? Ah, da ist ein Block übrig geblieben, als wäre der Teil von der Schlange. Ich finde, das einzige Peacefulle an diesem Level ist die Musik. Aber das, dafür geht er wahrscheinlich. Ha, 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 ha. Wieso kann ich dieses Spiel nicht einfach mal spielen, ohne dass mein Momentum Dinge tut? Juhu! Oh, hi! My Wall? Jetzt gehört sie mir. Ich nehme sie dir ab. Dingeldidongel. Ah. Das reicht gar nicht, oder? Man kann da nicht reinspringen. Hm? Oh, die Peacefulness ist vorbei. Der Herzschlagmodus. Da oben ist das Ziel. Why? Ah, die armen Leute, die mit den Leveln strugglen. Ich meine, viele Leute schreiben auch so richtig verärgerte Kommentare. Das ist viel zu hart. Man weiß halt auch nicht, ne? Nicht alle Leute kommen über die Bestenliste hierhin. Die kriegen das vielleicht in der... Obwohl, irgendwas müssen sie ja ausgewählt haben, damit sie schwierige Level spielen. Und dann ärgern sie sich darüber, dass die Level zu schwierig sind. Skylord Athletic. Es wird Zeit, dass ich zum Skylord werde. Immediately. Mhm. Super schwierig. Jetzt bin ich aber intrigued, man. Jetzt will ich aber wissen, was hier los ist. Wie komme ich denn an den Schlüssel? Ach, da ist noch eine Plattform. Hinter dem Ski mit Herzchen. Ah. Aha. Das heißt, nein, warte. Unsinn. Ich muss den Schalter nur einmal aktivieren und... Tu dann die Dinge, die von mir verlangt werden. Perfekto. So viele japanische Kommentare auch noch oben drauf. Die einfach alles verdecken. Ja, lol! Bedeutet das, ich muss einfach nur durchrennen und abspringen, bevor mich der Spike erwischt? Okay. Ich dachte erst, ich muss auf die andere Seite der Plattform springen und dann nochmal weg. Aber das wäre... Wäre dann doch ein bisschen hart gewesen in Mario Maker. Hallöchen. Oh, der kommt mit. Ja, warum auch nicht? Klar. Dieses Spiel ist zu schnell für mich. Ich komme da nicht mit. Mental. Fettigkeitsprobleme? Death approaches. Oh man. Ich meine, oft sind Kommentare... Oh Gott, das schafft ja niemand. Niemand auf der ganzen Welt. Ist so möglich. Ich muss auch sagen, ich mag diesen Hintergrund nicht. Der ist furchtbar für die Augen. Und so viele Fragezeichenblöcke, die nichts bedeuten. Und der Manche da drüben? Ach, der hat den Switch ausgelöst. So kompliziert ist das eigentlich gar nicht. Aha. Hui. Das war cool. Das will ich öfter sehen. Wie der Pokey abhebt. Und... Hey, es hat geklappt. Es klappt so selten, komischerweise, einfach nur das Steuerkreuz nach oben gedrückt zu halten. Ich weiß nicht, wo hier der Jank begraben liegt. Wahrscheinlich dort, wo auch der Hund ist. Ach, das bleibt liegen. Ich bin chill. Aha. Cilio. Die Mario-Brüder waren vor mir am Ziel. Toadette läuft immer nur hinterher. Was ist das für ein Face? Pizza Tower? What the hell? Was sind das für hässliche... Was? Das ist ja grauenhaft. Ach so, Echse? So wie Sonic-Echse? Vielleicht wurde Pizza Tower von Mario Maker Kommentaren inspiriert. Für den Grafikstil. The Real Peking. Stern 1 von Lenny. Ein wirklich schwieriges Level ohne Checkpoint. Aber ich hoffe, du magst es trotzdem. Das ist wie so, hier, ich knall dir jetzt dieses mega schwere Level hin.
Aber ich hoffe, du magst es trotzdem. Du wirst sterben. Ständig. Ohne Unterlass. This is my pee. Ist das jetzt ein neues Meme? This is my wall. This is my pee. Ich bin da nie auf dem Laufenden, muss ich ganz ehrlich sein. Hier, my saw. Ist auf jeden Fall. Da geht auf jeden Fall irgendwas ab. Vielleicht ist das ja der Trend. My icicle. Egal, wo man dran stirbt, man macht den Kommentar. My. Und dann fügt man das ein, woran man gestorben ist. Oh nein! Den ganzen Weg zurück nach einem High-Speed-Blind-Jump? Wie kann er nur? Die Kommentare cracken mich echt ab. Ich überlebe das nicht. So, das hat den Schalter umgestellt. Ich meine, was soll er denn hier machen? Das ist halt Mario Maker. Gut, er hat freiwillig auf den Checkpoint verzichtet. Das kann man ihn natürlich anlasten. NTM. Was bedeutet das? Nicht Trollmoment. Das ist niedlich. Das ist der gleiche Schmankes wie vorher, nur doppelt so schwierig. Okay, das war uncool. Und jetzt muss ich den ganzen Weg zurück. What? So, Achtung. Soll ich hier jetzt einen Kommentar machen? Ich habe keine Zeit. Sonst hätte ich da einen This is my P-Kommentar hingemacht. Wow, holy macaroni. Awesome. Allerdings, cooles Ending. Ansonsten war das Level so ein bisschen, naja, so ein typisches P-Switch-Jump-Level halt. Slowly Night, genau. Nachdem ich mich, oh, schon wieder Lenny. Der hat ja losgelegt. Nachdem ich mich jetzt an die normale Physik wieder gewöhnt habe, machen wir alles kaputt. Mit Langsam bei Nacht. Was ist hier nochmal langsam? Nur die Gegner. Ich werde mir das niemals merken können. Niemals. Auch in 100 Jahren nicht. Sedge. Ah, sieht fast so aus, als hätte ich da oben landen können. Das ist ja fast schon ein Puzzle, Mann. Das überfordert mich. Dinge werfen. Oh, da unten ist einer. Ah, der war vom Kommentar verdeckt. Und dann auch noch rot auf rot. Als ob sie wüssten, welches Kommentar dahin müsste, um es möglichst gemein zu machen. Holy. Und da ist auch schon wieder ein P-Switch. Wie schnell muss ich hier sein? Ich habe das Gefühl, ich bin zu langsam. Nein, wegen den, ne, da wo die Markierungen waren. Aber er hat es so gemacht, dass man sich nicht zu sehr anstrengen muss. Samwise the Brave. Ich sehe eine Feder. Panik steigt in mir auf. Obwohl in Mario Maker ist... Ich glaube, noch niemand hat mal wirklich die Mechaniken des Capes in einem Level so richtig schön verarbeitet, oder? Es gibt auch einfach keine. Das Cape ist richtig langweilig. Deine Level sind gut. Mix, Fun, Fair, Difficulty. What? Das war weder spaßig noch fair. Ist der Swamp der einzige Gegner, auf den man noch draufspringen kann, während er in der Lava versinkt? In Mario Maker 1 ging das mit ein paar anderen Sachen auch noch, ich erinnere mich. Aber ich glaube, hier für Mario Maker 2 haben sie das meiste davon rausgepatcht oder rausgenommen. Ja, dass man auf die Gegner, sobald sie auch nur ein Pixel die Lava berühren, mit denen nichts mehr anfangen kann. Aha. Da war ein Z. Ich weiß nicht, ob das... Hat das was zu bedeuten? Vermutlich nicht. Doch schon? Na gut, das macht das hier so ein bisschen einfacher. I see. Das war ein niedriger Bounce. Cool. Das war echt nice.
Das hat das Cape tatsächlich mal zu irgendwas benutzt. Ah, ah! Weiß gar nicht, wo ich hätte landen können. Ich hab's nicht gesehen. Ah! Nee. Hä? Da muss noch was rauskommen. Das ist gut versteckt. Warum hat er das denn so versteckt? So. Aha. Ja. Hui! Ich glaube, die hätte... Ach doch! Was? Das war richtig? Das hat sich total falsch angefühlt. Manfair's Shell. Ein Checkpoint? Nehme ich. Wir wissen ja jetzt, dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Ist bestimmt wie das Beetle-Level vom Anfang. Weil Beetle-Level sind halt Beetle-Level, ne? Da gibt's nicht viel zu rütteln. Hm? Wow, die Kommentare. Deswegen muss ich hier zweimal bouncen. Das hätte man jetzt aber auch gelten lassen können, oder? Mann, Spiel. Der Sprung ist komisch, weil man da immer so tief ist. Oh. Oh. Der kam extra noch rund, der kam extra noch nach oben. Nur um mich abzufangen. Wow. Bingo. Ich hätte so gelacht, wenn der nach unten gegangen wäre. So, in den besten Listen Leveln, da fehlt immer der Trollfaktor. Was verständlich ist, weil sobald ein Troll in einem Level ist, ist es nicht mehr in der besten Liste. Also ganz häufig halt. Oh, das ist witzig. Vielleicht sollte ich doch den Indikatoren folgen. In der ersten Levelhälfte haben sie mein Vertrauen jetzt ein bisschen geschmälert. Aber sieht so aus, als wären sie zumindest nicht ganz verkehrt. Ah, ja. Jenki mit E. Jenki mit E. Ich frag mich, ob das beabsichtigt ist, dass man da so komisch... Weil es fühlt sich an wie ein Bug, ja, dass man so komisch abspringt von dem Panzer. Es gibt keine andere Situation im Spiel, wo man so komisch abspringt, wie in dieser Situation. Als ob das falsch programmiert worden wäre. Ha! Huh. Ha! Huh. Das Trampolin... Es ist nicht my Trampolin, es ist das vom Beetle. Ach doch! Wo sind die denn letztes Mal abgeprallt? Dieser fette blaue Knödel. Oh, es ist Janky. Es ist Janky. Okay. Kaiserblock? Freundlicher Hilfsblock. Ah. Der hingegen... It's a cool level! Welchen Yoshi soll ich retten? Soll ich beide retten? Einer kommt hier ins Ziel. Da steht da A. Ja. Sehr informativ. Guck mal, da ist Yoshi. Das ist das hübscheste Yoshi-Bild überhaupt. Ich glaube, das würde ich niemals. Hat er vier Arme? Warum hat er vier Arme? Platform Galaxy, Number One Starry Sky. Ich hoffe, du hast Spaß. Zwei Checkpoints. In diesem Levelstil ist alles normal. Bis auf komische Sprite-Sachen. Das kann ich nicht lesen. Ich glaube, das ist italienisch. Oh! Also nächstes Mal mache ich die Kommentare. Ihr könnt mir ja mal selbst in die Kommentare schreiben, ob ihr das lustig findet, wenn die Kommentare an sind. Ich würde sagen, ich mache sie nächstes Mal wieder aus. Das ist so ein... Für einmalig ist das ganz witzig, aber das ist halt schon ein bisschen nervig, ne? Vor allem, weil vieles davon diese Sticker-Kommentare sind. Wie jetzt hier das super schwierig. Die sind halt wirklich nur im Weg, sonst gar nichts. Die geschriebenen Kommentare finde ich ehrlich gesagt ganz witzig. Weil die meistens auch nicht so groß sind dann.
Oh. Wo geht's denn hier hin? Dahin? Nein. War zu langsam. Generell, sowieso. Im Allgemeinen. Da unten war ein Kommentar. Ich dachte, es wäre Low Gravity. Ich bin also nicht der Einzige, der immer wieder durcheinander kommt. Unabhängig jetzt von diesem Level. Ich bin immer durcheinander, egal was passiert. Ist hier ein Secret? Warum nicht? Es gibt Abzug. 0,12 Punkte von der Gesamtnote. Das ist der Sprung, den ich vorher meinte. Den muss man in Mario Maker so machen, weil man schafft es gar nicht rum. Oder? Schafft man es rum? Ich glaube, man schafft es nicht rum. Nee, das ist unmöglich, die einzuholen. Uihi. Trollololololol, Plattformen. Ha. Was soll der Pfeil mir denn anzeigen? Dass ich da hochspringen soll? Da wäre ich jetzt fast noch selbst drauf gekommen. Beinahe. Wee, Momentum. Give me all. Da, das ist unglaublich. Habt ihr das gesehen? Zwei Sprünge später hat mich die Plattform noch zurückgerissen. Zwei Sprünge später. Das ist halt echt die physikalische Obergranate. Was passiert hier? Ich habe so damit gerechnet, dass mich die Plattform nochmal auffängt. Moment, ist hier ein Secret? Vielleicht kann er es nochmal gut machen. Er kann es nicht wieder gut machen. Ich bin noch im Leben! Ha! Jetzt muss ich es aber auch one-shotten. Ey. Bisschen Cheese. Om nom 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 nom. Ja, okay, das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.